Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass wir jetzt hier auch im Dezember einen wunderschönen Anstieg sehen, vielleicht auf die 48.000 bis 50.000er Marke. Registriere dich jetzt bei Bitvavo und profitiere von den Vorteilen. Kannst du mal auf die Liste von Big Daddy eingehen mit den Kryptos und seinen Chart? Bist du bei den grünen Kasten von ihm gleicher Meinung und dass er H-Bar so tief eingestuft hat? Nein, ich bin nicht immer seiner Meinung. Größtenteils ja. Muss halt wissen an der Stelle, Ibo ist unser Bruder. Ne? Wir kennen ihn auch sehr, sehr gut. Aslan kennt ihn schon seit über mehreren Jahren. Ich habe ihn jetzt auch kennengelernt. Er ist ein ziemlich, ziemlich guter Bruder und Freund von uns. Aber nein, ich bin nicht immer mit einer Meinung mit ihm, was diese Einstufung angeht. Denn ich bewerte oftmals diese Anstiegspotenziale ganz anders, als wie er das macht. Nicht immer, aber bei einigen Projekten schon. Hey Caro, deine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Ohne deine Motivation hätte ich nicht so lange in dem Markt durchgehalten. Bin dir unendlich dankbar, mein Lieber. Weihnachtsrallye möglich? Ja, das nennt man, danke dir übrigens nochmal. Vielen, vielen Dank für die netten Worte. Das geht runter wie Butter, wenn ich das höre, dass ich geschafft habe, sehr, sehr viele von euch, auch unter anderem dich, motiviert zu halten und dass ihr euren Glauben nicht verliert, obwohl wir viele, viele Gründe dafür hatten. Der Luna Crash, Galaxy Digital, Free Arrow Capital, FTX Crash, was ist nicht alles auf uns zugekommen? Und diese ganzen Banker, die so negativ darüber reden, die ganzen Gesetzesentwürfe, werden Kryptos verboten oder nein, Self-Custody hin, her, was für Drama da überall war. Dass ihr da einfach Vertrauen hattet, auch in mein Wort. Ihr wisst ganz genau, wie viel Recherche ich betreibe. Ihr wisst ganz genau, für die, die länger dabei sind, dass meine strategische, globale und Makro-Sichtweise oftmals on point ist. Dass da wahrscheinlich ziemlich viel Wahrheit und Realität drin war. Und schön, das ist wirklich schön zu hören, dass du so stark durchgehalten hast, mein Lieber. Freut mich. Weihnachtsrallye möglich, genau. Es ist oftmals so, dass man ab der Halloween-Phase so eine Halloween-Rallye sieht, dass es da schon anfängt und dass man im Dezember eine Christmas-Rallye hat. Warum? Die Märkte werden einfach befeuert. Die werden befeuert mit Geldern, das Ganze pumpt hoch. Hat in dem Sinn eigentlich nicht viel mit Kryptos zu tun, aber der Kryptomarkt zieht meistens mit der Börse mit. Und ja, darum, Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Und ich habe letztens irgendeine Statistik gesehen gehabt, dass es ist ja nicht immer so, dass es passiert, dass man diesen Halloween-Effekt hat oder die Christmas Rally, aber die Wahrscheinlichkeit für eine Christmas Rally ist umso höher, wenn der Halloween-Effekt entstanden ist. Das heißt, wann immer wir eine Christmas Rally hatten, war mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine Halloween Rally oder der Halloween-Effekt dem vorausgesetzt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass wir jetzt hier auch im Dezember einen wunderschönen Anstieg sehen, vielleicht auf die 48.000 bis 50.000er Marke. Und dann müssen wir halt abwarten und sehen, wie der Rücksetzer von der Position aus sein wird. Wie stark werden wir dann von dort aus runtergehen? Was wird es mit den Altcoins machen? Und ihr wisst ja, ich bin der Meinung, dass wir entweder kurz vor oder nach dem Halving eine stärkere Korrektur erleben werden und dann 2024 irgendwo bis August, September, Oktober, dass wir dort dann anfangen, wieder komplett steil zu gehen. Warten wir es mal ab. Es kommt eine spannende, spannende Zeit auf uns zu. Überlegt euch das mal, Leute. Es ist nur noch circa 5 Monate hin, bis das Halving kommt. Das ist nicht mehr lange hin, da sind wir schon 2024. Das ist einfach faszinierend, Leute, und wir sind mit dabei. Bitwa, wir sind einfach überzeugt. Sie sichern eure Assets. Nennt mir ein Unternehmen, was es freiwillig bis jetzt gemacht hat, dass die sagen, pass mal auf, eure Assets bewahren wir so auf. Ich glaube aber, Bitpanda macht das auch, wenn ich mich nicht irre. Eure Assets bewahren wir so auf. Der Gründer von Bitvavo kommt aus dem Jurabereich und er hat gesagt, ich verstehe, dass wenn wir Insolvenz gehen, unser Insolvent gehen und noch Schulden haben, dass wir letztendlich die Kundenassets nutzen dürfen, um die Kredite zu zahlen. Es kann dann sein, dass sie dann sagen, ja, pass mal auf, eure Kohle ist weg. Durften wir. Wir waren insolvent und wir durften das Geld jetzt nutzen, um was weiß ich, um unsere Schulden abzuzahlen. Und ihr kommt wahrscheinlich nicht mehr an euer Geld. Sprich FTX, guckt euch an, was da passiert ist. Guckt euch an, was bei Mt. Gox passiert ist. Und viele andere Exchanges, die auch kollabiert sind. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, pass auf mal auf. Ich mache eine Foundation auf, eine gemeinnützige Organisation. Und dort
lagere ich die Kundengelder auf. Was ist der Vorteil? Sollte Bitwavo insolvent gehen, darf Bitwavo auf die Kundengelder in der Foundation und die Assets nicht zugreifen. So sichert Bitwavo eure Gelder separat von ihren Firmenassets ab. Das heißt, egal was auf Bitwavo zustoßen sollte oder passieren sollte, eure Assets werden dann nicht beeinträchtigt. Sie sichern eure Assets auf 100.000 Euro ab mit ihren eigenen Geldern, sobald ihr die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert. Sichern eure Notes mehrfach ab. Sie sind der EU reguliert und sie geben ein Reporting zu der niederländischen Zentralbank. Was bedeutet das? Wegen Geldwäsche und all sowas seid ihr da auch abgesichert. Solltet ihr also auscashen wollen im Burran, müsst ihr keine Sorgen haben. Es ist ein EU-regulierter Coin. Sie arbeiten mit einem Reporting auch mit der niederländischen Zentralbank zusammen. Sie haben jetzt schon eine BaFin-Lizenz beantragt. Der Antrag ist gerade am Laufen. Ist einfach eine Bomben-Exchange. Wir waren dort live vor Ort als das erste, als die ersten Krypto-Influencer waren wir weltweit die allerersten, die in eine Krypto-Exchange hineingegangen sind und sich die Börse von innen angeschaut haben. Noch kein anderer YouTuber, kein anderer Influencer weltweit hat sowas jemals gemacht. Wir sind die Einzigen, ihr könnt suchen. Warum haben wir das gemacht? Weil wir Sicherheit für euch haben wollen. Wir wollten hinten gehen und gucken, was die da überhaupt machen. Wir haben mit den Leuten gesprochen und das Schöne ist, und das ist jetzt das wirklich, wirklich Schöne, es sind bodenständige Menschen. Mag auch der CEO, der hat sich mit uns zusammengesetzt, hat mit uns gelacht, hat mit uns Witze gemacht. Josef, der da noch gearbeitet hat, der hat uns rumgeführt. Ihr habt ihn ja auch gesehen im Video. Auf Augenhöhe. Nicht, wir sind hier die dicke Exchange und ihr seid so die kleinen YouTuber und wir sagen euch jetzt mal, was ihr zu tun habt, so von oben herab geredet. Wer Aslan und mich kennt, wir hätten sowieso nicht mit uns reden lassen und hätten die Partnerschaft sofort abgebrochen, wenn man gedacht hätte, man muss sich über uns stellen. Das würden wir niemals zulassen, wir sind alle gleich. Aber auf keinste Art und Weise. Ganz im Gegenteil, ist nicht nur eine Exchange, ist nicht nur ein Partner. Wir erhalten sehr viele offene Monologe mit denen auch. Einfach wirklich menschlich geblieben und darum, wir können es aus vielen verschiedenen Aspekten einfach vom reinsten Wissen und Gewissen empfehlen. Darum machen wir so viel Werbung für die. Jeder, der neu ist, der kann seine Assets dort einfach sicher einkaufen. Punkt. Period. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie mal wieder rein, denn etwas Show muss sein. Dann heißt es Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Show muss weitergehen, auf Wiedersehen. Krass, wie klein war ich da? Bugs Bunny damals noch. Gibt's das überhaupt noch?